Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Seien Sie ganz herzlich willkommen zum ersten Gottesdienst des neuen Jahres in unserer Markusgemeinde. Und es ist schön, dass Sie heute hier mithelfen, die Kontinuität der Gottesdienste weiterzutragen und den ersten Gottesdienst in diesem Jahr auch mit stattfinden zu lassen. Denn es ist nicht so ganz leicht, an einem Neujahrstag einen Gottesdienst stattfinden zu lassen, mit genug Menschen, die zusammenkommen. Denn eine gewisse Müdigkeit und eine gewisse Erschöpfung liegt nach all den Feiern ja auch jetzt über dem Land und über den Menschen. Gestern noch das alte Jahr, heute schon das neue Jahr. Wir haben eine Zeitschwelle überschritten und halten uns daran fest, dass im Fluss der Zeit Jesus Christus der bleibt, der den Halt bietet. Derselbe bleibt vom Anfang bis zum Ende. Wir wollen uns deshalb heute ein Stück vergewissern, dass wir im Fluss der Zeit etwas haben, an dem wir uns festhalten können. Wir wollen natürlich auch freudig nach vorn schauen, was dieses neue Jahr uns bringen mag und was wir erhoffen dürfen. Und wir wollen hören, wie dieses Jahr ein Jahr der Gnade werden kann. Denn das ist das Thema, was uns heute durch die Texte mit aufgegeben ist. So lade ich Sie ein, im Beten, im Singen, im Hören damit hineinzugehen. Wir sprechen den Psalm 705 im Gottesdienst gemeinsam. Wer ihn schon aufschlagen mag, kann das auch tun. Ich sage auch nochmal an, dass wir die Lieder bzw. die Liturgie aus dem violetten Gesangbuch singen, und zwar aus dem violetten Gesangbuch ab der 185. Wer also die Liturgie mitsingen will, muss für jedes Stück in die fortlaufenden Nummern des violetten Gesangbuchs schauen. Und so, lasst uns miteinander diesen Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst als ein Fest des Lebens. Im Namen Gottes, Quelle, die belebt, Wahrheit, die befreit und Kraft, die uns erneuert. Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das heutige Evangelium, das uns Lebens- und Leitwort werden will, das steht im Lukas-Evangelium im 4. Kapitel, die Verse 16 bis 21. Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Liebe Gemeinde, sie soll Weltkulturerbe werden, die Brezel. Sie gilt als ein für Deutschland und für unsere Region so typisches Gebäck,
dass sie jetzt endlich einmal besonders gewürdigt werden soll. Alle reden sie von der bayerischen oder von der schwedischen Brezel, und wenn davon jetzt die Rede ist, dass sie Weltkulturerbe ist, dann haben die Schwaben und die Bayern vor allen Dingen ihre Brezel vor Augen. Ja, wir gönnen den Schwaben und den Bayern den Ruhm, und gerade auch die Laugenbrezel hat es ja auch besonders geschafft in der ganzen Welt. Und sie dürfen erzählen, dass sie der Welt die Brezel geschenkt haben. Der Legende nach soll das nämlich in Bad Urach geschehen sein. Ein Hofbäcker 1477 hat die Laugenbrezel erfunden. Wegen Frevels wollte nämlich Graf Eberhard den Bäcker hängen lassen, aber er hat ihm dann doch noch eine Chance gegeben. Wenn der Bäcker es schaffen würde, innerhalb von 3 Tagen ein Brot zu backen, durch das die Sonne 3-mal hindurch scheint, dann soll sein Leben verschont bleiben. Nun stand der Bäcker schwitzend vor seinem Backtrog und Backbrett und formte und machte. Und als dann seine ungeduldige Frau mit verschränkten Armen irgendwann einmal hinter ihm brummelnd stand, da kam ihm die Idee. Mit dem Blick auf die verflochtenen Arme der Frau gestaltete der findige Bäcker das Gebilde Gebäck, das wir dann kennen. Und dann gibt es noch eine andere Legende, die dann noch erklärt, wie denn die Lauge da drauf kam. Dann soll der Bäcker wahrscheinlich aus lauter Erleichterung, dass er den Einfall hatte, statt Zuckerwasser aus Versehen die Reinigungslauge genommen haben, die da stand, und seine Brezeln damit bestrichen haben. Das Produkt war dann so köstlich, dass ihm das Leben geschenkt wurde. Allerdings dürfen wir Hessen schon sagen, ja, die Schwaben und die Bayern kennen das vielleicht, von denen kennt man das in der ganzen Welt, aber auch wir Hessen kennen die Brezel durchaus. Und vor allen Dingen die Brezel als ein Neujahrsbrauch. Wer Dialektsprecher ist, der kennt vielleicht noch diesen Spruch. Prost Neujahr, Brezel wie Scheierdor, Kuche wie Hofeblatt, wenn man all mit Nangas hat. Wenn Sie das nicht verstanden haben, können Sie mich nachher noch um eine Übersetzung nachfragen. Die Brezel, ein großes geflochtenes Gebilde, nicht nur so eine kleine handliche, sondern ein richtig großes, damit eine ganze Familie satt wird auf einer großen Ofenplatte gebacken. Und die kleine handliche Brezel, die wurde gebacken, damit man sie dann den vorbeikommenden Patenkindern zum Neujahr schenken konnte. Die kamen nämlich, um Onkel und Tante den Neujahrsgruß zu entbieten, und bekamen dafür die Brezel als Geschenk. Ja, die guten alten Zeiten. Solches Brauchtum, das ist gründlich verschwunden unter uns. Einen letzten Rest kenne ich noch aus meiner Kindheit, aber das hat es in unsere Zeit nicht mehr geschafft. Die Brezel als Geschenk für Kinder, das würde wahrscheinlich nicht mehr so viel Begeisterung wecken. Aber die Brezel als ein Ganzjahresgebäck ist immer noch ein Verkaufsschlager. Dabei ist es sehr wahrscheinlich, dass die Brezel einen tatsächlich religiösen Ursprung hat. Denn die Brezel stellt die Arme eines betenden Menschen, der sie vor der Brust gekreuzt hat, da. Dann bilden Schultern und Arme genau das, was eine umgekehrte Brezel auch darstellt. Sie ist also ein Gebetgebäck und wurde als ein solches auch in Klöstern gebacken und auch als ein solches frommes Gebäck zu besonderen festlichen religiösen Anlässen auch immer verteilt. Und sie ist nicht zufällig im neuen Jahr gelandet, sondern das neue Jahr mit einem Gebet zu beginnen, mit guten Wünschen zu beginnen, das ist ja so fest in uns verankert, dass man auch noch den Menschen auf der Straße ein frohes Neues wünschen kann. Es ist ein Impuls, den neuen Zeitabschnitt mit einer besonderen Hinwendung zu Gott zu beginnen. Ein urreligiöses Gefühl, das da in uns herrscht. Denn wir hoffen uns, dass Gott uns für die neue Zeit eben gnädig zugewandt ist. In der Reihe der weihnachtlichen Feiertage hat das Neujahr seine liebe Mühe, sich zu behaupten. Wir haben da großartige Gestalten, wir haben den Heiligabend, das Christfest,
den Stephanstag bei uns als zweiter Weihnachtstag bekannt und auch Epiphanias. Das sind alles sehr würdige und sehr wirkungsmächtige Gestalten, die alle eine großartige Geschichte zu erzählen haben über ihren Tag. Und in diesen ehrwürdigen Gestalten, die da mit Glanz und Vornehmheit daherkommen, wirkt das Neujahr in dieser Runde wie eine arme Verwandte. Bestenfalls geduldet, aber so richtig anerkannt, nicht wirklich. Was kannst du schon beitragen zu dieser Festzeit, fragen da die großen Feiertage. Du hast doch gar keine Botschaft an die Menschen, keine gute Nachricht, die du zu sagen hast. Ja, da muss ich das Neujahr einiges anhören. Mit der Brezel kommt dann der Wunsch nach Glück, Gesundheit und Verbundenheit unter den Menschen zum Ausdruck. Diesen Wunsch haben wir sicher heute auch. Wir sind heute hier, weil wir ein Stück uns verbunden fühlen wollen und wir sind heute hier, weil wir mit dem Blick nach vorne schon so auch etwas wie unser Glück im Auge haben. Doch was dürfen wir an religiösen Erwartungen für diesen Tag eigentlich wirklich haben? Nun, die Jesus-Erzählung, die wir gerade gehört haben, die darf das Neujahr nicht für sich als seine Erzählung beanspruchen, denn das ist nicht am Neujahrstag passiert, was uns hier über die Jesus-Geschichte am Sabbat berichtet wird. Es ist ein Sabbat irgendwann im Jahresablauf, er ist gar nicht wirklich datiert. Und der Zeitpunkt dieser Geschichte ist also nicht die Brücke zu unserem heutigen Neujahrstag. Es ist der erste öffentliche Auftritt, von dem hier erzählt wird. Wir haben die ganze Weihnachtsgeschichte hinter uns gebracht und jetzt tritt Jesus zum ersten Mal öffentlich auf, nach dem Lukas-Evangelium. Und die Brücke, die das bildet, das haben Sie vielleicht auch gehört und ich habe es mit Freude gehört, die Brücke, die das bildet, die Gewohnheit. Jesus hat noch die wunderbare Gewohnheit, zum Sabbat in den Gottesdienst zu gehen. Er sitzt in einem Gottesdienst und liest aus der Bibel. Genau das, was wir heute auch tun. Heute ist auch das unsere Gewohnheit. Wir sitzen in einem Gottesdienst und lesen aus der Bibel. Als Erinnerung daran, dass wie bei Jesus, bei den Juden, immer ein Erwachsener, der anwesend ist, aufgefordert wird, aus der Schrift zu lesen. Aus dieser Gewohnheit heraus tut das bei uns auch immer eine Kirchenvorsteherin oder ein Kirchenvorsteher. Einer der anwesenden Erwachsenen liest für die Gemeinde aus der Schrift. Zwei wunderbare Gewohnheiten, die gleich auf einmal zur Sprache kommen. In den Gottesdienst gehen und in der Bibel lesen. Leider hat noch keiner den Vorschlag gemacht, das mal zum Weltkulturerbe zu erheben, denn eigentlich ist das ein kulturelles Erbe, das geschützt werden sollte. Zwei wunderbare Gewohnheiten, die hoffentlich niemals ganz sich erlöschen. Zum Neujahrsbrauch haben sie sich so fest etabliert, dass mindestens sie auf die Idee gekommen sind, heute hierher zu kommen. Eine ganz wunderbare Sache. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen und lesen in der Bibel. Wir dürfen davon ausgehen, oder zumindest geht die EKD in ihrer Statistik davon aus, dass pro Gottesdienst etwa 58 Menschen zusammenkommen. Jetzt schauen Sie sich vielleicht ein bisschen zaghaft um und zählen hier vielleicht mal so schnell durch. Wenn man ganz schnell durchzählt, kommt man auf 15, wenn man mich einschließt 16. Aber wir haben noch den Rosenhof. Der wird am Dienstag unseren Gottesdienst mit mindestens 40 Leuten auch noch begleiten, sodass wir also ganz gut für diesen Gottesdienst auf den Durchschnitt kommen. Ist das viel oder ist das wenig? Nach welchem Maßstab wollen wir das eigentlich bemessen? Für ein Fußballspiel wäre es wenig, für ein Schachspiel wäre es sehr viel. Es ist immer eine Frage nach dem Maßstab, ob es viel oder wenig ist. Unsere Gemeinde kommt da insgesamt immer ganz gut auf diesen Schnitt. Aber Zahl ist ja nur ein Maßstab, wonach man das messen könnte. Und wir wissen gar nicht, wie viele Menschen da in dem Sabbat zusammen waren. Die Juden sagen, 10 Erwachsene reichen und dann kann ein Gottesdienst stattfinden. Ein Gottesdienst kann aber auch nach ganz anderen Qualitäten gemessen werden. Die Anwesenheit des Heiligen
ist sogar überhaupt nicht von irgendeinem Messen abhängig. Ob Gott da ist oder nicht, das können wir nicht messen. Er entzieht sich gerade der Tatsache, gemessen zu werden. Und der Gottesdienst, den Jesus da besucht, der verläuft wie erwartet. Und das ist ja auch ein wichtiges Element des Gottesdienstes. Die meisten Gottesdienstbesucher lieben keine Überraschungen im Gottesdienst, sondern die möchten, dass der so abläuft, wie man ihn erwartet. Und das geschieht hier auch. Die Tora wird hervorgeholt. Ein Mann steht auf und liest. Das wirkt zunächst einmal nicht besonders ereignisreich. Das wirkt nicht so, als ob da furchtbar viel passieren würde in diesem Gottesdienst. Was würden wir denn als Ereignisse erwarten? Was müsste denn geschehen, dass wir emotional so bewegt sind, so freudig erregt sind, dass wir noch nachhaltig von seinem Gottesdienst berührt würden? Religiöse Erfahrungen sind besondere Erfahrungen. Und die besondere Erfahrung, die dieser junge Mann hier macht, ist, er ist zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und tritt auf. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus das vielleicht mit einem gewissen Herzklopfen getan hat, mit einer gewissen inneren Anspannung und Aufregung. Denn ihm ist jetzt plötzlich klar geworden, wozu er auf der Welt ist. Jesus wird klar, wofür er sein ganzes Leben einsetzen möchte. Anscheinend in diesem Moment, in dem er dieses Schriftwort gelesen hat. Ihm steht nach der Bibellesung klar vor Augen, wie er sein gesamtes Jahr verbringen will. Denn nach lukanischer Erzählung ist Jesus nach diesem Auftritt in der Synagoge ein ganzes Jahr lang wirksam in der Öffentlichkeit, bis es dann in Kreuz und Auferstehung Ende. Und wie sich das gestaltet, wozu er dieses Jahr einsetzen will, das steht ihm plötzlich ganz klar vor Augen. Das finde ich ist schon eine aufregende Sache. Und es wäre großartig, wenn Sie aus diesem Gottesdienst hinausgehen und sagen, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich 2023 zubringen werde und was der Inhalt dieses Jahres für mich sein soll. Jesus will sich dem gefährdeten Leben widmen. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Jesus nimmt sich nicht vor, Erfolg zu haben. Jesus nimmt sich nicht vor, eine solche Leistung zu erbringen, wo alle Menschen staunen oder in der er sich selbst übertrifft. All unsere Kategorien von Erfolg passen überhaupt nicht auf sein Lebensprogramm. Er will sich dem gefährdeten Leben widmen. Den Blinden, denjenigen, denen es nicht gut geht, denjenigen, die eigentlich keine Chance mehr haben. Eine Lebensentscheidung im Lichte Gottes getroffen. Die wesentlichen Dinge unseres Lebens geschehen in unserem Inneren. Das dürfen wir vielleicht auch aus dieser biblischen Erzählung lernen. Nicht der Glanz und der Lärm und das Geräusch um uns her ist das Entscheidende, sondern was sich in unserem Herzen als Herzensentscheidungen vollzieht, das sind die eigentlichen Weichen, die die Geleise unseres Lebens bestimmen. Und so kann so ein Neujahrsgottesdienst auch Einfluss nehmen darauf, wie wir so ein ganzes Jahr verbringen. Und gehen Sie mal davon aus, Sie werden 2023 anders verbringen, wenn Sie nicht hier gewesen wären. Eine grundsätzliche Entscheidung, die das ganze Jahr bestimmt. Das ist nicht an den einen Gottesdienst gebunden, das ist nicht unbedingt nur an heute gebunden, das kann natürlich immer geschehen. Das kann immer überall geschehen, wo das Wort Gottes sich dann laut macht und uns zu Herzen dringt. Bewegt werden, ein Ziel vor Augen haben, eine Bestimmung erkennen, die uns selbst bewegt. Jesus kündigt das Gnadenjahr an. Er kündigt ein Jahr an, in dem er Gnade erfährt, in dem andere Menschen Gnade erfahren. Für uns wäre ein Gnadenjahr ein solches Jahr, dass wir wie Jesus wissen, das ist die Aufgabe, die Gott mir schenkt und mir zugedacht hat, dass ich sie in diesem Jahr tun soll und tun kann, weil er mir nämlich auch die Kräfte und die Fähigkeiten dazu gibt. Das Gnadenjahr in der lukanischen Erzählung ist für Jesus das Jahr seiner Wirksamkeit.
Und er wird buchstäblich das tun, was der biblische Text gesagt hat. Er wird heilen, er wird trösten, er wird befreien. Und es wäre großartig, wenn es uns an irgendeinem Punkt dieses Jahres auch gelänge, zu heilen, zu trösten, zu befreien. Dann wäre unser Jahr auch ein Gnadenjahr im Sinne Jesu. Jesu sieht diesen Auftrag vielleicht noch ein bisschen unscharf vor sich, aber er wird sich noch ganz konkret gestalten. Und er weiß, das Jahr, das kommt, wird ein Jahr des Umbruchs sein. Eine Zeit, in der das Leben eine tiefe Bedeutung bekommt. Gnadenjahr, auch für uns ein Jahr, in dem unser Leben eine Bedeutung bekommt, im Sinne des Auftrags Gottes. Man muss öfter mal lesen und hören, dass einem die eigene Bestimmung klar wird. Wir werden öfter noch lesen und hören müssen, dass wir wissen, wie das konkret für uns persönlich aussieht im Jahr 2023. Was wir aber in diesem Jahr tun werden, das können wir jetzt schon sagen, ist Gott auf alle Fälle nicht gleichgültig. Ihm ist es nicht gleich, was wir mit der Zeit anfangen werden, sondern wir gehören in sein vielschichtiges Netzwerk, wodurch er die Welt gestaltet. Wir sind ein Teil dessen, womit Gott diese Welt in diesem Jahr gestalten wird. An dem kleinen Platz, an dem wir leben, bei dem Kleinen, das wir tun, werden wir in der Summe in das große Werk hineingehören, das er tut, um die Welt nach seinem Bild zu gestalten. Gnadenjahr ist es auch deshalb, weil wir diejenigen sind, die die Gnade Gottes offenbar werden lassen durch das, was wir leben, durch die Art, wie wir uns freuen, durch die Art, wie wir befreien, heilen und trösten. Und so werden wir Menschen begegnen, die für uns Mitmenschen werden. Und sie werden Mitmenschen werden dadurch, dass wir uns ihnen zuwenden. Und wir werden Menschen treffen, denen wir aus ihrer Benachteiligung Auswege zeigen können. Und wir werden an dem ganz großen Auftrag mitarbeiten, unsere Zivilisation menschlicher zu machen. Vielleicht werden wir es auch lernen, wirklich zu begreifen, was das heißt, dass es eine Schöpfung gibt und wir darin mitarbeiten dürfen. Brezel als ein Neujahrsbrauch, als ein Symbol, dass alles miteinander verbunden und alles ineinander verschlungen ist. Eine Brezel hat nicht wirklich einen Anfang und ein Ende. Und man schenkt sie denjenigen Menschen, für die man etwas empfindet, denen man etwas Gutes tun will, denen man eine Fürsorge zukommen lassen will. Leider ist dieser Brauch für uns heute nicht mehr in dieser Form da und an Brezel gebunden, aber die Sache ist ja geblieben. Wir werden Menschen begegnen, für die wir die Gnade Gottes sichtbar werden lassen. Das ist schon mal eine wunderbare Aussicht für das Jahr 2023. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weihnachtsfest und diese zurückliegende Zeit ist auch für unsere Gemeinde insofern eine besondere Zeit gewesen, als es uns geglückt ist, nach der Corona-Pause tatsächlich wieder daran anzuknüpfen, wie wir vorher Weihnachten gefeiert haben. Wenn wir das an etwas festmachen wollen, dann dürfen wir es zumindest daran festmachen,
was wir an Zahlen für dieses Fest tatsächlich sagen können. Ich will Sie daran teilhaben lassen, was wir in diesem Jahr tatsächlich auch an Kollekten bekommen haben. Und das ist auch durchaus eindrucksvoll. Für den Heiligabend haben wir eine Brot für die Weltkollekte von insgesamt etwa 2.500 Euro. Da sind noch nicht die Spenden, die wir als Überweisung bekommen haben, mit so eingerechnet. Das ist tatsächlich ein Anknüpfen an das, wie es auch vor der Pandemie unter uns gewesen ist. Eigentlich ist das sehr erfreulich. Auch die übrigen Kollekten, die am ersten Weihnachtstag von 180 Euro und am zweiten Weihnachtstag von 118 Euro und die von gestern in Höhe von 194 Euro zeigen, dass in unserer Gemeinschaft viel Bereitschaft da ist, unsere Kirchengemeinde mit auf solide finanzielle Füße zu stellen. Ganz herzlichen Dank. Und es gibt uns eine Ahnung davon, dass wir uns tatsächlich als Gemeinde auch behaupten können in den Stürmen dieser Zeit. Wenn Sie heute etwas dalassen, wenn Sie uns heute etwas geben, dann wird das auch für die Arbeit der Markusgemeinde im neuen Jahr verwendet werden. Und ich danke jetzt auch schon mal ganz herzlich. Und wenn Sie zu dem Ergebnis auch bisher beigetragen haben, auch dazu nochmal einen ganz herzlichen Dank an Ihre Stelle. Der nächste Gottesdienst wird dann der erste Sonntag nach Epiphanias sein. An Epiphanias selbst feiern wir als Gemeinde ja nicht Gottesdienst, aber dann an dem Sonntag danach. Den Gottesdienst habe ich auch wieder das Privileg, mit der Gemeinde feiern zu dürfen. Da wieder zu klassischen Zeiten, Sonntagmorgen, 10 Uhr, hier bei uns. Seien Sie dazu auch wieder herzlich willkommen. Und nun wollen wir miteinander beten und uns vor Gott im Gebet verabschieden. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Am ersten Tag des Jahres hören wir deine Stimme. Sie verkündet Hoffnung den Armen, Freiheit den Versklavten, Einsicht den Verblendeten, Rettung den Gequälten. Ein Gnadenjahr des Herrn. Heute kommen wir zu dir und bitten dich, erfülle deine Verheißung und schenke Hoffnung, wo ein Anfang undenkbar und ein Aufbruch nur Verzweiflung ist, wo der kommende Tag Krieg und Zerstörung bedeutet und wo die Angst die letzte verbleibende Kraftquelle ist. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute kommen wir zu dir und wir bitten dich, erfülle deine Verheißung und schenke Freiheit, wo Willkür und Unterdrückung herrschen, wo manipuliert und verheimlicht wird, wo Meinungsfreiheit nur ein Schein ist und Demokratie nur ein Schleier, wo Ideologien und Machtinteressen in sichtbarer Gewalt oder in unsichtbarer Heimtücke Menschen instrumentalisieren. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute kommen wir zu dir und bitten dich, erfülle deine Verheißung und gib Einsicht, wo Menschen gefangen sind in sich selbst, in totalitären Mustern, in materiellem Denken, in der Angst, zu kurz zu kommen, in Selbstüberschätzung und Hybris, in der Unfähigkeit, andere zu hören und zu verstehen. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute kommen wir zu dir und bitten dich, erfülle deine Verheißung und errette die sich selbst und ihren seelischen Wunden nicht mehr entkommen können, die krank sind ohne Hoffnung und die verwundet sind ohne Beistand und die sterben ohne Hilfe. Aller Anfang, Gott, Schöpfer der Welt, liegt in dir. Am ersten Tag des Jahres hören wir deine Stimme, Gnade sagt sie uns zu, und in einem Moment der Stille wollen wir dir sagen, was wir von deiner Gnade erhoffen.
Du schenkst Gnade, die alles verwandelt in deinem Sohn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist alle Zeit vollendet. Und mit seinem Gebet wollen wir unser Gebet schließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gnadenjahr unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.